Innovationswissenschaftler am Kompetenzzentrum öffentliche IT. Wir denken nach über Digitalisierung von Staat und Gesellschaft im Auftrag des Innenministeriums. Und ich bin also kein Informatiker. Das heißt, ich kann jetzt nicht im Detail erklären, wie künstliche Intelligenz genau programmiert wird, sondern mich interessiert vielmehr, was kann man mit künstlicher Intelligenz machen? Was sollte man vielleicht auch eher nicht machen? Das sind Fragen, die mich als Sozialwissenschaftler interessieren. Und da nehme ich jetzt uns einfach mal alle mit, versuche das möglichst kurz zu halten, mein Input, damit wir vielleicht danach noch ein bisschen diskutieren können. Genau, das heißt, ich gehe durch in einem einfachen Dreischritt vor. Ich spreche ganz kurz darüber, was KI überhaupt sein soll oder was man heute darunter versteht. Dann gucken wir uns ein bisschen an, was kann KI für den öffentlichen Sektor eigentlich leisten, eher so exemplarisch, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann am Ende noch ganz kurz den Bereich Kritik, also worauf sollten wir achten, wenn wir KI einsetzen, nur damit wir nicht in unserer Technikbegeisterung Dinge implementieren, die vielleicht sich hinterher als nicht so schlau herausstellen. Genau, springen wir in den ersten Block hinein. Was soll KI überhaupt sein? Heute ist KI vor allem ein Marketing-Buzzword. Alles, was irgendwie halbwegs intelligent zu sein scheint an digitalen Anwendungen, wird sofort als KI betitelt. Da kriegen da sofort Wutanfälle, weil das so nicht stimmt. Als Faustregel oder als Unterscheidung, ganz grob arbeite ich immer mit der Unterscheidung regelbasierte und datenbasierte Algorithmen. Das heißt, erstmal sind das alles Algorithmen, das sind alles irgendwie Handlungsanweisungen für Computersysteme. Und zu unterscheiden ist dann ganz gut zwischen regelbasierten, das sehen wir hier links, so die einfachste Variante von regelbasierten Algorithmen sind diese klassischen Wenn-Dann-Bäume. Wenn unter 18 Jahre, dann darf nicht, weiß ich nicht, Verträge eingehen, Alkohol kaufen und so weiter und so fort. Sonst, wenn über 18 Jahre, dann darf man das alles. Das sind ganz einfache Regeln. Und auch wenn diese Bäume sehr, sehr groß und fein ziseliert werden, ist hier das Entscheidende, dass diese Regeln von vornherein aufgeschrieben sind. Das heißt, ein Mensch hat die aufgestellt, kann auch eine Maschine aufgestellt haben, aber im Normalfall hat das ein Mensch aufgestellt und egal wie groß und komplex dieser Regelbaum wird, es ist immer ein regelbasierter Algorithmus, die im Endeffekt auch leicht nachzuvollziehen sind. Vielleicht braucht es ein bisschen länger, aber man kann da durchkriechen. Auf der anderen Seite haben wir datenbasierte Algorithmen. Habe ich mal hier ein Beispiel aufgezeichnet. Das sind Algorithmen, die lernen anhand von Daten. Das heißt, wir schmeißen da zum Beispiel Fotos von, was ist so ein klassisches Beispiel, von Chihuahuas und von Muffins rein und sagen dem Computer, manche von diesen Fotos sagen wir ihm, das sind Chihuahuas, bei anderen schreiben wir drunter, das ist ein Muffin. Und wenn wir ihm genug Beispielbilder reingeworfen haben, dann kann er, indem er guckt, okay, was genau ist denn der Unterschied? Was macht denn hier das Chihuahuas-Kern aus? Und kann dann am Ende, im Idealfall, wenn wir ihm ein Bild von einem Muffin oder einem Chihuahua vorhalten, das, wo nicht drunter steht, ob es ein Muffin oder ein Chihuahua ist, selbstständig anhand von irgendwelchen Merkmalen, die er da festgestellt hat, unterscheiden. Das sind dann datenbasierte Algorithmen, die also aus den Daten generiert wurden. Ganz, ganz grob gesagt. Genau, das heißt, diese regelbasierten Algorithmen, das sind Algorithmen, aber keine KI. Das verstehen wir heute nicht unter künstlicher Intelligenz. Es gibt auch Debatten, wo man sagt, es gibt symbolische KI und so weiter. Lasse ich jetzt mal außen vor. Für uns reicht es jetzt erstmal zu sagen, sowas ist eigentlich keine künstliche Intelligenz. Das Rechte ist Maschinenlernen, eine bestimmte Art von Maschinenlernen. Das ist eine Form von KI und heute tatsächlich das, was eigentlich produktiv interessant ist. Also das, was man tatsächlich dann auch einsetzen würde, entweder sowas oder ähnliche Varianten. Das erstmal zum ganz groben Verständnis, was macht das überhaupt? Das heißt ganz, ganz grundsätzlich,
kann man sagen. Und ich würde jetzt im Folgenden nicht immer ganz, ganz sauber zwischen regelbasierten und datenbasierten Algorithmen unterscheiden, weil das auch in der allgemeinen Debatte nicht immer ganz, ganz sauber gemacht wird. Aber was wir uns im Kopf behalten können, bei regelbasierten Algorithmen ist das Interessante eigentlich, dass wir automatisieren können, dass wir Abläufe automatisieren, anstatt dass da ein Sachbearbeiter in der Verwaltung irgendwas durchprüft, könnte das dann der Computer machen und der braucht halt nicht einen halben Tag, sondern eine Millisekunde. Und bei den datenbasierten Algorithmen ist eigentlich das Interessante, dass man Muster erkennen kann, wie auch immer, geartete Muster, und das dann den Vorteil bringt. Und es kann natürlich auch beides zusammen sein. Das heißt, wir erkennen erst das Muster und automatisieren dann auf der Grundlage. Ja, wenn es ein Chihuahua ist, dann geben wir ihm Futter. Wenn es ein Muffin ist, dann wird er in den Kühlschrank gestellt. Sowas lässt sich natürlich kombinieren. Genau, jetzt haben wir ganz grob verstanden, was eigentlich KI ist und vielleicht auch kann. Und dann ist die Frage, was kann das Ganze eigentlich für den öffentlichen Sektor leisten? Genau, da vorab der Disclaimer, worüber ich jetzt nicht vertieft spreche, was aber häufig heutzutage in der Debatte ganz, ganz präsent ist, sind links die Chatbots. Das heißt, ich habe entweder Internet, also textbasierte Chats oder tatsächlich auch sprachbasierte Chats, dass ich irgendwo anrufen kann. Und ich rede dann gar nicht mit einem Menschen oder schreibe nicht mit einem Menschen, sondern mit einem Computersystem. Und das kann mir mehr oder weniger intelligente Antworten liefern. In den besten Fällen sind das tatsächlich künstliche Intelligenzen. Darüber spreche ich jetzt nicht weiter. Das ist für mich quasi ein Spezialfall, der zwar interessant ist, aber eigentlich, wenn man sich anguckt, was so eine öffentliche Verwaltung alles macht, nur einen sehr spezifischen Bereich, nämlich quasi den Kontakt mit dem Kunden im Beratungsgespräch mehr oder weniger abdeckt. Und hier rechts dann noch der Bereich Bilderkennung. Das ist auch ein sehr großes Universum. Das ist auch etwas, was im Moment schon sehr reif ist, dass tatsächlich Dinge erkannt werden können, auch Bewegungsmuster erkannt werden können. Da werde ich auch jetzt nicht vertieft drüber sprechen. Das setze ich an manchen Stellen voraus, ist aber halt auch eine sehr spezifische Sache. Da kann man mit ein paar Google-Anfragen sehr viel selbst herausfinden. Genau, was ich zur Ordnung von diesem bisschen wirren Feld, was kann ich denn alles mit KI in der öffentlichen Verwaltung machen, ganz gern nutze, ist dieser Vier-Schritt hier unten. Und zu sagen, wir können KI oder KI in Anführungsstrichen, das heißt irgendwie datenbasierte Technologien in der öffentlichen Verwaltung oder auch im Allgemeinen in so einem steigenden Komplexitätsgrad anwenden. Ganz links wäre sowas einfach nur Monitoring. Da ist streng genommen muss gar kein Algorithmus dranhängen. Da geht es quasi vor allem um die Voraussetzung für den Einsatz von künstlichen Intelligenzen und anderen algorithmischen Entscheidungsverfahren, nämlich wir müssen ja erstmal aus verschiedenen Quellen irgendwie Daten rankriegen, damit der Computer hier irgendwas auswerten und entscheiden kann. Das heißt, wenn wir überhaupt KI einsetzen können, haben wir schon mal irgendwie ein Monitoring aufgebaut. Und zum Teil reicht das auch schon oder bringt das bereits einen großen Nutzen in der öffentlichen Verwaltung. Ich habe hier mal als Beispiel das Glatzachse-Frühwarnsystem zur Kindesverwahrlosung mal grob gesprochen aufgeschrieben. Das ist ein Pilotprojekt in Dänemark, wo aus verschiedenen Quellen Informationen zusammengeführt werden. Ein schönes Beispiel dabei ist, dass anscheinend ein starkes Signal für die Vernachlässigung von Kindern ist, ob Zahnarztbesuche verpasst werden oder nicht. Das heißt, quasi, es wird irgendwie einen abgefragt, naja, es sind hier Zahnarztbesuche verpasst worden, Termine verpasst worden. Und wenn dem so ist, dann geht das quasi in so einen Score rein. Und wenn der Score eine bestimmte Zahl überschreitet, dann geht da ein rotes Lämpchen im Jugendamt auf und es schaut vielleicht mal ein Jugendamtsmitarbeiter bei der Familie vorbei. Und da ist jetzt gar keine komplizierte KI dahinter, sondern es werden im Wesentlichen diese Monitoring-Informationen zusammengeführt und einfach nur zusammengerechnet in so einen Score. Wenn man diese Daten hat, kann man natürlich auch sagen, wir machen da ein bisschen statistische Analyse drauf, mit dem Ziel, Zusammenhänge zu verstehen in den Daten, Muster zu erkennen. Da kommen wir zu dem, was KI dann eigentlich besonders gut kann und auch wesentlich besser kann als ein Mensch, nämlich solche Muster zu erkennen. Und zum Teil reicht es uns ja auch schon, einfach nur solche beispielsweise Ursache-Wirkungszusammenhänge zu verstehen.
Beispielsweise gibt es in Mannheim ein Projekt, das sich die Ursachen für den Bildungserfolg von Mannheimer Schülern anschaut. Das heißt, die haben alle möglichen Daten aus dem Bildungsbereich zusammengezogen, auch aus dem Sozialbereich, und schauen dann, naja, woran liegt das jetzt eigentlich, dass ein Kind in der Schule erfolgreich ist oder nicht? Und sind darunter vielleicht Sachen, an denen wir als Politik etwas ändern können? Eine Sache, die dabei herauskam, war natürlich, dass das Stadtviertel, aus dem man kommt, einen großen Einfluss darauf hat, wie erfolgreich man in der Schule ist. Das ist vielleicht jetzt noch nicht direkt der Hebel, an dem die Politik was machen kann, aber da kann man dann weiterschauen und gucken, okay, was macht das denn in diesen Stadtvierteln eigentlich aus, dass die Schüler hier vielleicht weniger erfolgreich sind. Genau, wenn ich einmal solche Wirkungszusammenhänge extrahiert habe, dann ist der eigentlich nächste logische Schritt zu sagen, okay, ich habe hier so ein Ursachen-Wirkungsmodell, das kann ich ja nicht nur auf die Vergangenheit anschauen, sondern da kann ich auch nach vorne rechnen, weil ich habe ja jetzt eine Idee, wie Zusammenhänge sind, dann kann ich auch andere Daten reinkippen und mir dann Vorhersagen machen lassen. Das passiert beispielsweise in Pilotprojekten in Bilbao und Barcelona, wo der Pflegebedarf von Senioren mit solchen Modellen vorhergesagt wird. Die nehmen verschiedene Informationen, die bereits vorliegen, aber auch eine Befragung von Pflegepersonal und ziehen das dann zusammen und auf Grundlage der Erfahrungen von früher, mit Senioren von früher, wird dann eine Vorhersage gemacht. Und die ist wohl recht gut und das führt dann auch dazu, dass die Pflegekapazitäten besser geplant werden können, weil man weiß, okay, nächstes Jahr werden wahrscheinlich recht viele Leute Pflegebedarf haben, dann kann man jetzt schon mal anfangen, zusätzliche Plätze aufzubauen. Genau, und der letzte Punkt, was dann vielleicht nicht die höchste Komplexität hat, aber so ein bisschen das Sahnehäubchen auf dem Ganzen ist, ist zu sagen, wir können ja nicht nur irgendwie Dinge beobachten, analysieren und vielleicht sogar vorhersagen, sondern wir können das System ja dann sogar die Entscheidung selber machen lassen, wenn man das denn will. Und ein Beispiel dafür ist dieses Parcoursup-Modell in Frankreich. Das ist die Studienplatzvergabe dort. Das sind, glaube ich, da steckt keine datenbasierten Algorithmen dahinter, sondern das sind regelbasierte Algorithmen. Aber die Maschine entscheidet quasi von alleine, an welche Universität der Absolvent denn darf oder nicht. Sowas in verschiedenen Varianten kann man sich dann auch noch vorstellen. Und das ist auch eine interessante Sache, gerade wenn man in diesen Automatisierungsaspekt reinschaut. Genau, das ist quasi einmal von den Funktionen von KI ausgedacht. Man kann das Ganze auch noch mal entlang des Politikzyklus, wird vielleicht manchen vertraut sein. Das ist so eine idealtypische Darstellung, wie eigentlich Politik und Verwaltung funktionieren. Es ist immer die Idee, wir fangen an, dass ein Problem identifiziert wird, irgendwie eine gesellschaftliche Herausforderung, wo man mal was dran machen müsste. Dann ist der nächste Schritt zu schauen, okay, was wollen wir denn machen? Das ist dann die sogenannte Policy Formulation. Das heißt, wir formulieren einen Politikvorschlag. Sollen wir die Steuern erhöhen oder senken oder ganz was anderes machen? Auf Grundlage von solchen Politikvorschlägen kommt es dann zu einer Entscheidung. Die muss dann wiederum implementiert werden. Da wird es dann für die Verwaltung interessant. Und wenn man so eine Politik implementiert hat, dann muss man am Ende oder sollte man im Idealfall, das passiert leider nicht oft genug, auch evaluieren. Und üblicherweise kommt dann aus der Evaluation raus, so ganz hundertprozentig, wie wir es eigentlich wollten, hat unsere Policy nicht gewirkt. Deswegen haben wir jetzt quasi ein neues Problem identifiziert und steigen wieder in diesen Politikzyklus ein. Das ist sehr, sehr allgemein gefasst, aber man kann auch entlang dieses Politikzyklus nochmal schauen, was kann man denn da mit KI machen und eigentlich kann man an jedem Punkt davon KI einsetzen. Bei Evaluation beispielsweise finde ich das ziemlich offensichtlich, deswegen habe ich das hier jetzt mal weggelassen. Aber nur um drei Beispiele zu nennen, bei der Problemidentifikation gibt es beispielsweise in Houston ein Data Mining System, das sich bei dieser 311 Hotline, das heißt, wo Bürger entweder anrufen oder per Internet Probleme melden, sowas wie wir haben einen Waschbär in der Straße, der ständig unseren Mülleimer aufmacht.
bis hin zu, hier sind Schlaglöcher und so weiter und so fort. Alles, was man irgendwie an die öffentliche Verwaltung herantragen würde, was jetzt nicht direkt ein Fall für Polizei und Krankenwagen ist. Und über diese Daten laufen nochmal KI-Auswertungen, die schauen, okay, sehen wir hier bestimmte Muster? Haben wir vielleicht eine systematische Waschbärpest in unserer Stadt und sollten nicht nur den einzelnen Waschbären mal angehen, sondern ganz grundsätzlich diese Waschbärplage. Solche Muster kommen dann da im besten Fall heraus. Ein anderes Beispiel ist OpenFisca. Das ist eine Entwicklungsumgebung, die aus Frankreich stammt, in der man Gesetze als Programmierregeln abbilden kann. In Frankreich wurden da vor allem die Steuergesetze und die Sozialleistungsgesetze abgebildet, mit dem Ziel, die Auswirkungen von Veränderungen in diesen beiden Bereichen, einerseits auf den Staatshaushalt und andererseits auf die Haushaltseinkommen, modellieren zu können. Das heißt, bei der Policy Formulation sagen zu können, wir müssen nicht erst den einmal ausprobieren und gucken dann hinterher, wie es gewirkt hat, sondern wir können tatsächlich mal in Computer simulieren. Auch ganz interessant, natürlich etwas, was bisher vielleicht nicht ganz so toll ging. Und als ein lokales Beispiel hier aus Berlin habe ich links unten die intelligente Schulsprengelplanung in Berlin. Das ist ein System, das tatsächlich eingesetzt wird in einigen Berliner Bezirken. Schulsprengel, für alle, die nicht wissen, was es ist, ich wusste es auch nicht, das sind die Einzugsbereiche von den einzelnen Schulen. Und diese Schulsprengel zu planen, ist wohl ziemlich kompliziert. Und was dieses System macht, ist, diese Schulsprengel optimiert aufgrund von bestimmten Vorgaben zu zeichnen. Wenn man sowas sagt wie, ich möchte, dass die Anreise für die Schüler besonders kurz ist, dann optimiert er die Schulsprengel entsprechend. Wenn man sagt, ich möchte besonders stark sozial durchmischen, dann optimiert er vielleicht wiederum anders diese Schulsprengel. Aber auch da sind solche datenbasierten Systeme am Werk. Das haben wir einmal ganz grob verstanden, wo man KI überall einsetzen kann, also fast überall, wo man irgendwie Muster erkennen und automatisieren kann. Der Teil bleibt bestehen. Genau, das heißt, die ganz abstrakt gesagt sind die großen Fragen, die ich habe, so ob KI bei mir was bringt in der öffentlichen Verwaltung, aber auch ganz allgemein, ist immer die Frage, sind hier irgendwelche Muster, die man erkennen kann und wo es Sinn macht, sie zu erkennen? Ist es sinnvoll zu automatisieren? Und wenn es nur die Mustererkennung ist, im besten Fall aber tatsächlich auch, haben wir hinterher irgendwelche Entscheidungsregeln, die ich automatisieren kann. Und ein ganz wichtiger Punkt, wo es zum Beispiel in der deutschen Verwaltung oft dran scheitert, ist, habe ich das Ganze überhaupt in irgendwie als digitale Daten vorhanden? Weil das ist die Voraussetzung, um den Kram in den Computer zu kriegen. Wenn die drei Sachen gegeben sind, dann habe ich eigentlich einen ganz guten Fall, wo man zumindest mal sich näher anschauen kann, kann ich hier vielleicht eine künstliche Intelligenz drauflaufen lassen. Genau. Wenn wir so einen Fall vorliegen haben, worauf sollten wir dann achten, wenn wir das Ganze tatsächlich mit einer KI lösen wollen? Es gibt da viele Ethik-Frameworks und sowas. Es gibt, glaube ich, bei Algorithm Watch auch ein ganzes Verzeichnis, wo sie globale KI-Ethik-Richtlinien sammeln. Kann man auch mal reinschauen. Im Endeffekt laufen die Sachen immer auf Ähnliches hinaus. Ich habe jetzt hier mal auf drei ganz wesentliche Sachen das Ganze zusammengebrannt. Worauf man achten sollte, oder ja, in welche Richtung man blicken sollte, ist einerseits immer menschliche Autonomie, Accountability im Sinne von, kann ich den Kram nachvollziehen und kann ich hier irgendjemanden zur Rechenschaft ziehen, und Privatheit, also gucke ich hier Menschen vielleicht in Lebensbereiche hinein, wo nicht unbedingt reingeguckt werden muss. Auch bei Autonomie geht es vor allem, oder geht es in zwei Richtungen. Zum einen geht es da tatsächlich um Bürgerinnen im Verwaltungsbereich. Das heißt, bevormunde ich hier eventuell, oder werden hier Bürger durch die Computersysteme sehr, sehr stark bevormundet, was man vielleicht gar nicht so will. Und in die andere Richtung gedacht, wie ist das eigentlich für die Verwaltungsmitarbeiter? Heutzutage werden häufig diese Systeme
entscheidungsunterstützend eingesetzt. Das heißt, die künstliche Intelligenz macht eigentlich nur einen Vorschlag und es sitzt dann da noch eine Mitarbeiterin, die dann sagt, ja oder nein, ich nehme diesen Vorschlag an. Und da ist dann die Frage, wie viel Freiheit ist da tatsächlich noch gegeben, beispielsweise für die Verwaltungsmitarbeiterin, dann zu sagen, nee, ich lehne diesen Vorschlag der KI ab und treffe hier eine ganz andere Entscheidung. Das ist immer ein Knackpunkt. Im Bereich Accountability geht es natürlich einerseits um so Fragen, wie habe ich Haftung, Einklagbarkeit und so weiter auch rechtlich festgesetzt. Das sind Prozesse, die beispielsweise auf EU-Ebene im Moment stark laufen. Aber es geht auch um den ganzen Bereich, kann ich die Sachen eigentlich nachvollziehen? Das ist gerade bei den datenbasierten Algorithmen ein Problem. Bei den regelbasierten Algorithmen kann ich ja einfach diese Entscheidungsbäume durchwandern, braucht dann vielleicht ein bisschen länger dafür, aber es geht. Aber bei den datenbasierten sind zum Teil die Entscheidungsmodelle sehr, sehr, sehr kompliziert. Und dann wird gesagt, das Ganze ist eigentlich eine Blackbox. Menschen können gar nicht so richtig reinschauen, warum jetzt der Computer die Entscheidung so getroffen hat, wie er sie getroffen hat. Und das kann dann ein Problem sein, wenn man das quasi nicht mehr nachvollziehen kann. Da gibt es verschiedene Lösungsansätze, aber grundsätzlich ist das etwas, worüber man nachdenken sollte. Etwas anderes, worüber man auch nachdenken sollte und warum das dann mit der Blackbox auch problematisch ist, es sind diskriminierende Algorithmen. Vor allem, wenn man auf Grundlage von historischen Daten arbeitet, was ja üblicherweise dann so ist. So eine künstliche Intelligenz braucht ja erstmal alte Entscheidungen, um neue Entscheidungen treffen zu können. Passiert es halt schnell, dass hier einfach gesellschaftliche, menschliche Vorurteile beispielsweise dann auch der KI antrainiert werden. Darauf muss man achten. Und genau, Privatheit bleibt weiterhin die Frage, sollte ich tatsächlich alle Daten, die ich erheben kann, auch tatsächlich erheben oder fühlen sich Menschen davon peinlich berührt? Ja, so viel erstmal als Einstieg. Wer weiterlesen möchte, habe ich hier drei Richtungen, in die die Empfehlung geht. Zum einen die Internetseite vom Kompetenzzentrum öffentliche IT. Wir haben verschiedene Sachen zu dem Thema geschrieben. Wer ein bisschen mehr möglichkeitsorientiert unterwegs sein möchte und mehr im Hier und Jetzt, nicht so mit nicht so viel Zukunftsmusik, dem sei diese Publikation evidenzbasiert Steuern nahegelegt, wo es gar nicht so sehr um KI geht, sondern eher, was kann ich eigentlich mit Daten überhaupt alles machen heutzutage schon. Wer mehr in die Zukunft blicken möchte, dem sei die Publikation Exekutive KI 2030 nahegelegt. Das ist eine Szenariostudie, die wir angestellt haben, wo man so ein bisschen in die Zukunft blicken kann oder wie wir in die Zukunft geblickt haben, nachvollziehen kann. Und wer sehr viel lesen möchte, dem sei unser Sammelband Unberechenbar zu Algorithmen und Automatisierung in Staat und Gesellschaft nahegelegt. Mit, ich glaube, über 400 Seiten und sehr vielen verschiedenen Beiträgen ist da zu fast allem was drin. Genau, eine quasi das Ausgangsmaterial für diesen Vortrag ist vor allem ein Gutachten von mir, das ich für die europäischen Liberalen geschrieben habe, hier links unten. Das ist zwar auf Englisch, aber kann man sich auch nochmal nachschauen. Sehr kondensiert die wichtigsten Punkte dargestellt. Und wer wissen will, naja, was ist denn, man kann ja hier viel machen, aber was ist denn eigentlich der Stand? Was passiert denn tatsächlich jetzt schon in Deutschland oder vielleicht der EU? Da ist meiner Meinung nach aktuell immer noch die beste Quelle. Der Bericht Automating Society von Algorithm Watch, die da mal sich angestrengt haben, europaweit solche algorithmischen Entscheidungssysteme im öffentlichen Bereich nachzuvollziehen und zu katalogisieren. Das ist tatsächlich eine sehr gute Quelle, wenn man verstehen will, was tatsächlich passiert. Ja, dann ende ich dann mit meinem Vortrag und hoffe, dass wir ein bisschen was an Fragen und zur Diskussion haben.